Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, die letzte aus diesem Hotel für diese Session in Los Angeles. Es geht jetzt weiter, wieder in die Wüste und die Themen, die ich frisch gepresst habe, sind Boarding, aber doch kein Boarding. Was das heißt, erkläre ich euch. Ein Thema, was mir hier aufgefallen ist in den USA und ich habe dann reflektiert, das hatte ich in Europa auch öfters. Es gibt da so Flughäfen, die sind da prädestiniert. Lufthansa ist mit dem Bodenpersonal sich einig geworden. Luftpost gibt es nicht mehr. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses dünne Papier. Gab es ja, glaube ich, auch mal bei Lufthansa an Bord in den Flugzeugen. Und es gab ja in der Nacht immer diesen Sternverkehr. Alles Geschichte wird eingestellt nach 62 Jahren. Southwind, wer kennt diese Fluggesellschaft aus der Türkei, die hat ihre Landerechte zumindest in Finnland verloren. Schauen wir mal, was im Rest Europas passiert. Ich erkläre euch, warum. Es geht hier nicht um Sicherheit. Hätte ich fast gesagt, leider. Nein, es geht nicht um Sicherheit, es geht um eine Russland-Connection. Was auch eventuell eine Russland-Connection hat, ist GPS-Jamming oder auch Spoofing. Im Moment haben wir ein Jamming, das auch den Nordosten Deutschlands betrifft. Nicht nur an der Ostgrenze Finnland oder Estlands zu Russland, sondern jetzt auch wirklich über der Ostsee, aber auch dann halt Rügen und so weiter sind betroffen. Weiter gehen wir darauf ein, dass die Fluggesellschaften anfangen, ihre Bins zu vergrößern. In den USA alleine bei United 1 Million Gepäckstücke pro Jahr, die jetzt weniger Gate gecheckt werden müssen. Das heißt also, die euch abgenommen werden, um dann doch im Bauch zu verschwinden. Haben wir noch ein Thema vereinbart? Nö. Ich bin ganz aufgeregt, wenn ihr den Like-Button drückt oder aber auch abonniert und vor allem eine Kanalmitgliedschaft macht. Dafür danke ich euch an dieser Stelle. Und wir können einfach mal starten und die Themen sukzessive abarbeiten. Gute Nachrichten freuen mich natürlich immer wieder. Und das ist besonders, wenn es um Tarifvereinbarungen geht, weil Tarifvereinbarungen uns wieder viel, viel Sicherheit geben. Die Lufthansa hat sich geeinigt mit dem Bodenpersonal, also der Verdi. Aber das wird nochmal wichtig am nächsten Punkt, denn es gibt noch Baustellen, die sind dann ein bisschen, nennen wir es einfach mal, vakant. Und zwar Discover. Discover hat seit 3 Jahren keinen Tarifvertrag. Auch wenn sie den Namen geändert haben von Eurowings Discover zu Discover Airlines, ist es so, dass da die beiden Gewerkschaften, Verdi, aber auch die UFO noch miteinander streiken, wer dafür überhaupt zuständig ist. Die wollen einen Manteltarifvertrag haben und da kann es dann im Kessel knallen. Ist jetzt bei den paar Flugzeugen, 12 Stück oder was es ist, nicht wirklich dramatisch. Aber ich muss mal sagen, warum das Primatische ist ganz einfach deshalb, wenn die UFO da rausgenommen wird, findet die UFO das natürlich nicht toll, weil die Gewerkschaft wird so ausgewählt, wer verhandelt als Hauptverhandlungsführer. Ich glaube, wer die meisten Leute hinter sich vereinigt. Und da bin ich mal gespannt, was da passiert. Aber lasst uns jetzt mal zurückkommen. Ich hatte gestern ja berichtet, dass man auf einem guten Weg ist, so sagte man es. Und es ist auch so gewesen, dass der Bodo Ramelow und der andere Kollege, ich hatte ganz verdrängt, wer es war. Ich kann mal schnell drüber schauen, ob ich den Namen schnell finde. Und zwar, ich weiß nicht, schreibt es einfach in die Kommentare rein oder ich finde es gleich, während ich den Artikel für euch rezensiere. Also auf jeden Fall ist es so, dass man sich geeinigt hat mit dem Kabinenpersonal und da ist es also so, dass man natürlich jetzt sagen kann, warum braucht es einen Schlichter? Denn die haben ja, Bodo Ramelow zum Beispiel hat ja gesagt, ja, wir haben nicht eigene Vorschläge gemacht, wir haben die Leute dazu ermutigt, dass sie von sich aus Vorschläge machen und dann gab es dann so quasi einen kleinen Wettkampf zwischen Michael Niggemann und dem Kollegen von der Gewerkschaft, der dann gesagt hat, ja, ich möchte das dann auch so machen. Und Bodo Ramelow sagte dann auch, dass das ein neuer Schritt ist und damit vielleicht auch eine neue Lufthansa. Und der Kollege von der Verdi, das ist der Reschinski, jetzt habe ich den Namen, man geht jetzt gemeinsam Hand in Hand und jetzt festhalten, für eine gute Lufthansa ein gutes Produkt zu kämpfen. Also da sind wir natürlich immer mit dabei, für ein gutes Produkt zu kämpfen.
Das wollen wir natürlich auch und wir wollen ja auch, dass Lufthansa wettbewerbsfähig ist. Ich habe jetzt gerade noch einen Beitrag gelesen vom Kollegen Frankfurt Flyer, weiß gar nicht, ob ich darauf eingehen soll oder nicht, muss man mal gucken, weil er hat recht mit vielen Dingen, wo Lufthansa 5 Dinge ändern kann. Er hat unter anderem gesagt, das Internet muss verbessert werden, soll in allen Flugzeugen reinkommen, Essen soll verbessert werden. Was waren noch Verbesserungen? Also die auch nicht viel kosten, ehrlicherweise. Internet kostet natürlich Geld, aber am Ende über alle ausgelegt nicht. Man hat dann noch so ein paar andere Themen genannt. Aber ich hoffe, dass das jetzt wirklich eine Produktverbesserung wird und dass man dort ganz klar jetzt bei der Hansa da die Zeichen nutzt. Aber es ist halt wirklich so, dass man jetzt auch abwarten muss, was die anderen machen. Also das Bodenpersonal, der Streik ist raus, aber die 19.000 Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, die haben natürlich immer noch keine Einigung. Auch bei der Cityline ist so ein bisschen noch was im Argen. Deshalb bin ich mal gespannt, was da passiert. Auch bei der Austrian ist ja quasi gerade Halligalli, weil da nichts passiert. Und ja, also da sollte die Lufthansa einfach mal schauen. Spannend fand ich auch noch einen anderen Kommentar, den man sich dort anlesen konnte. Und zwar ist das so, dass die Schlichtung da natürlich, ja, warum? Also warum können die der Niggemann und der, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, der Kollege Reschinski, warum können die nicht wirklich da einfach mal sich selber hinsetzen? Warum braucht es einen Schlichter? Ich habe mal ein paar warme Worte von einem ehemaligen Bereichsvorstand der Lufthansa bekommen, der gesagt hat, hey, wir haben Consultants, weil wenn wir das selber wissen, worum es geht und das erklären, ist das schwierig zu vermitteln. Wenn wir aber jemanden haben, der es erklärt, ist das wesentlich besser. Also das heißt eine Art Mediator. Und das fand ich dann doch eine durchaus lustige Geschichte. Und was ich auch spannend finde, ist, wenn man in dieser Szene drin ist, will ich es mal nennen, und dann auch bei Airlines for Europe oder wo auch immer ganzen CEOs spricht oder so weiter, die sind schon relativ klar, was da passiert teilweise. Wenn es um Status geht, dann nicht so im Thema, weil es sie nicht interessiert. Aber grundsätzlich wissen die schon, wo der Hase langläuft. Und ist so ein bisschen ähnlich wie bei Politikern. Also im Hintergrund, wenn man mit denen redet, und das ist leider dann, wenn man im Journalismus sagt, unter zwei, dann darfst du es halt nicht verwenden, dann ist das so, dass sie ganz anders reden, als wie sie mit dir im Interview reden. Und wo du dann teilweise denkst, hast du eben nicht noch was anderes, aber okay, hey. Und das ist halt das Thema, was es ist. Also es ist einfacher für jemanden, das Ganze outzusourcen. Und wir erinnern uns natürlich für alle den Kultfilm, den es da gab mit George Clooney über den Vielflieger, der dann natürlich auch Leute entlassen hat. Das heißt also, dass man da Leute einstellt, die Leute entlassen, weil man sich mit solchen Themen nicht auseinandersetzen will, weil ich kann euch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, wenn man Leute aus dem Arbeitsverhältnis entlassen muss, und das haben wir in unseren Firmen natürlich auch gehabt, Schuhgeschäfte habe ich erzählt, das war eine der unangenehmsten Aufgaben. Zweitunangenehmste war immer Finanzierung bei der Bank für Ware, aber das ist ein anderes Thema. So, dann lange Rede, gar keinen Sinn, wieder länger geredet, als ich gedacht habe. Aber auch bei der Luftpost ist die längste Zeit geflogen worden. Und zwar die Luftpost damals eingeführt worden, um Briefe am nächsten Tag zuzustellen. Das ist jetzt Geschichte. Eurowings hatte das ja sich geholt. Wir erinnern uns ja, dass man diese Briefbeförderung im Land dort natürlich so abgewickelt hat, dass man über diese Sitze dann solche Cover gemacht hat, wer die Sendung mit der Maus gesehen hat. Da gibt es, glaube ich, sogar einen Film mit Lufthansa, die das damals gemacht haben. Und dann wurden die Flugzeuge im Postnachtverkehr, im Sternverkehr geflogen. Und die Lufthansa hatte das dann abgegeben, glaube ich, an die Eurowings. Ich glaube, zwischendurch war auch Air Berlin oder sowas, aber hey. Und dann auf jeden Fall ganz wichtig, es ist jetzt vorbei. Also die Deutsche Post hört auf damit und zwar sagt sie, man verzichtet auf den Brieftransport, um Kosten zu senken und festhalten, um natürlich eine bessere Klimabilanz zu haben. Das darf natürlich bei solchen Sachen nicht fehlen. Klimabilanz ist hier wichtig. Gott sei Dank der ehrliche Verweis auf die Kosten, weil das ist, glaube ich, eher das, was das Thema war. Und der zuständige Postmanager Mark Hitchfeld sagte, wir beenden die Ära mit der Briefnachtflüge mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Und da muss man dann ehrlicherweise sagen, was ist denn jetzt schwieriger, das Lachen oder das Weinen? Das Lachen, dass man jetzt
nicht mehr so viel Geld ausgibt oder das Lachen, dass man weniger CO2 ausstößt. Hey, tut mir leid für den Sarkasmus. Aber auf der einen Seite ist der Brieftransport der Flugzeuge innerhalb Deutschlands in Zeiten des Klimawandels nicht mehr zu rechtfertigen und weil es bei den Briefen nicht mehr die Eilbedürftigkeit gibt wie vor Jahrzehnten. Insofern sei das Ende der deutschen Luftpost eine gute Nachricht für die Umwelt. Anderes sei es eben auch ein Stück Postgeschichte zu Ende gegangen. Ja, so ist das im Leben. Und die längeren Laufzeiten sind natürlich so, die Briefe erwartet, die von einer entfernten Region, weiter entfernten Region Deutschlands aufgegeben werden. Da sind die Laufzeiten wesentlich länger. Und die durchschnittliche Beförderungszeit der Briefe wird sich durch das Ende des Transportfluges etwas verlängern. Mehr sagt die Post nicht. Jetzt überlegt mal, wenn da irgendwo in Kempten ein Brief abgegeben wird für Rügen, das dauert dann wahrscheinlich etwas länger, wenn da mit dem LKW durch die Gegend gejückelt werden muss. Macht ja auch Sinn. Aber auf dem Briefgeschäft ist es so natürlich, dass beim Auslandsverkehr immer noch weiter auf die Sachen gesetzt wird. Und natürlich auch, wenn man Expressbriefe verschickt, die natürlich wesentlich teurer sind. Also da auch nochmal ein Geschäftsmodell, was vielleicht auch gepusht wird. Aber da hat man dann ja nicht so viel Sorgen mit der Umwelt und so. Aber das ist ja wieder anderes Thema. Wir gehen weiter mit der Thematik Southwind. Und Southwind darf in Finnland nicht mehr landen, hat die Landeerlaubnis entzogen bekommen. Man hat den Türken auf dem ersten Blick Türken durchleuchtet in Finnland, hat festgestellt, ihr werdet aus Russland gesteuert. Und natürlich ist alles, was im Moment aus Russland kommt, böse, was ich so natürlich jetzt nicht pauschal immer sagen würde, weil alles hat Vor- und Nachteile. Der Deutsche hat Idioten, Russe hat Idioten, jeder hat Idioten. Ich habe selbst in meiner Familie Idioten, aber gut, vielleicht bin ich auch manchmal der Idiot, aber das ist ein noch schlimmeres Thema. Aber hier ist es jetzt so, dass man dort aufgrund des Russland-Feldzuges in der Ukraine so das Ganze macht, dass man Fluggesellschaften, die unter russischer Ägide sind, ja, rausschmeißt. Die Zahlen der ukrainischen Besucherinnen und Besucher erholen sich langsam von 2019 in der Türkei, aber jetzt dadurch, dass man halt von Finnland aus nicht fliegt, wird natürlich der Türke Riesenprobleme bekommen. Wahrscheinlich auch nicht. Also Quatsch. Man kann jetzt mal gucken, aber der Angriff Russlands hat natürlich das so gemacht, dass die Türkei halt viele russische Ströme hat. Ist ja auch eins der Länder, wo die nur noch hinfliegen können. Ich glaube, Dubai auch. Und es ist so, dass die türkische Fluggesellschaft natürlich jetzt alle Kapazitäten nicht auch aus Russland abgezogen haben. Das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen. Auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt geguckt hat bei Southwind, dass sie nicht wirklich türkisch sind. Und da gibt es dann eine Aussage, und zwar die Aussage, unsere Gesamtbewertung zeigt, dass die wesentliche Eigentümeranteil und die tatsächliche Kontrolle nicht von den genannten türkischen Personen oder Unternehmen gehalten wird. Wir sind zum Schluss gekommen, dass die Fluggesellschaft und ihre Kontrolle mit russischen Akteuren verbunden sind, sagt Jaakko Saarimäki, Chef der Verkehrsbehörde Traficom. Also das heißt, eine staatliche Behörde. Aber man steuert natürlich vier andere europäische Länder an, die da namentlich sind. Deutschland logischerweise, aber auch die Schweiz, Griechenland und dann die Vereinigten Königreiche, ich weiß gesagt, also Vereinigte Königreich, United Kingdom, England, die werden auch angeflogen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die dann weiter gucken. Und wichtig ist halt wirklich, ob das sich jetzt durchzieht, weil wenn man in der EU diese Geschichte hat, dass man mit der Türkei dieses Abkommen hat, dass man fliegen darf, sobald das nicht in komplett türkischer Hand ist, wäre das ein Problem und kann die Verkehrsrechte entziehen. Mal gucken, wer das auch tut. Ein weiteres Thema ist Jamming. Jamming nur so als Stichwort, was das ist. Das heißt also, das GPS-Signal wird gestört, aktiv. Das heißt also, dass die Anzeige auf dem GPS-Gerät nicht akkurat ist. Das ist im Auto unangenehm, im Flugzeug kann es gefährlich werden. Es gibt ja sogar GPS-Landungen, ist im Moment auch verboten. Man macht ja natürlich auch mit GPS-Navigation. Man hatte ja auch gewisse Flugfunkfeuer ausgestellt, MDIs und wie sie alle so heißen. Und das ist für viele auch gar nicht mehr so, dass sie das überhaupt können. Also richtig Funkpeilung machen, wo man ist, Kreuzpeilung für den, der weiß, was es ist. Dass man seine Position in der Luft bestimmt, wenn man Instrumentenflug macht oder wenn man Precision Approaches macht, nimmt man ja auch teilweise GPS. Heißt also, das wird aktiv gestört. Man sagt, dass diese Störung von Königsberg ehemals, also Kaliningrad heute, der russischen Enklave, die eingeschlossen ist von Polen, aber auch von Litauen,
quasi diese Suwalki Gap, weil die Stadt in Polen heißt Suwalki. 60 Kilometer sind das, werden ja auch öfters Flüge durchgeführt von Finnair, wenn sie aus Asien kommen, gehen da durch, oder Air Baltic und so weiter fliegen da durch, weil es halt kürzer ist, je nach Strecke, die man fliegt. Und Königsberg wird natürlich auch nicht überflogen, aber diese GPS-Störung hat halt Auswirkungen im ganzen Ostseebiet und gibt es halt auch nicht nur an der finnischen Grenze, wie ich es sagte, oder Estland, sondern jetzt auch bis Rügen im Nordosten gibt es Einschränkungen, oder dann auch nördliches MacPom, Polen sowieso. Und das ist natürlich dann auch ein Sicherheitsproblem. Jetzt fragt man sich, warum macht der Russe das? Warum ist der Bär, wie er ja auch gerne genannt wird, da so am Poken? Ganz einfach deshalb, obwohl es halt keine Bestätigung gibt, dass das aus Kaliningrad kommt. Wenn man Flight Radar sich anguckt, dann kann man das daran so eventuell sehen, wenn man Fachmann ist. Ich sage sowas natürlich aus juristischen Gründen nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass es so ist, dass man eine Art Bedrohung und das Gefühl der Hilflosigkeit vermitteln möchte und möchte da halt ein bisschen Unruhe bringen. Das ist auch eine Strategie, die man natürlich macht im Ukraine-Krieg und auch bei aller Kriegsführung. Finde ich persönlich natürlich problematisch, ehrlicherweise. Aber im Gegensatz zum Jamming, was teilweise auch in Israel gezeigt wurde, wo wir auf Flight Radar ja Flüge hatten, ich hatte das ja auch berichtet, die anstatt in Tel Aviv in Beirut gelandet sind, oder wo man aktiv auf die Daten eingegriffen hat, bei Flight Radar wahrscheinlich, oder was gesendet hat, ist dann alles noch Pillefatz. Wenn man eh weiß, dass das einfach nur gestört ist, ist es wesentlich besser, als wenn man einfach nur denkt, man ist woanders, als man ist. Also im Prinzip, wenn man denkt, man ist jetzt über der Ostsee, guckt raus, man sieht Land, ist ein Problem, oder umgekehrt. So, warum sage ich das? Einfach nur als Hinweis nochmal für alle, die Aviatik interessiert sind, die vielleicht auch selber fliegen und schauen, so wie ich. Ich selber werde heute auch wieder in Palm Springs fliegen gehen, freue ich mich auch richtig drauf. Gestern war ein harter Arbeitstag, ja. Konten eröffnet bei Bank of America, Chase und so weiter für Kunden, mit Kunden. Was auch ein Thema ist, was mich persönlich immer wieder irritiert, das ist United Airlines, die halt komplett immer als Scheiße betitelt werden, um es mal ganz einfach so zu sagen, wie der gemeine Passagier die United wahrnimmt. Aber die United ist, was Apps angeht und so weiter, doch relativ gut manchmal. Das, was in Amerika auch relativ gut funktioniert, ist Delivery at Aircraft. Was halt relativ doof ist, dass dieses Delivery at Aircraft, also das heißt, dass man das Gepäck an der Flugzeugtür abgibt, wenn es ein Regionaljet ist, unten an der Treppe, steigt ein, kommt raus und dann steht der Wagen wieder da und man hat das Gepäck und nimmt es mit, braucht nicht am Gepäckband zu warten. Aber das ist jetzt dem gewichen, dass man, so wie bei Lufthansa oder anderen Fluggesellschaften, das abgenommen kriegt, wird gelabelt und geht in die Belly und dann hat man viel Spaß und das Ganze ist dann erst wieder zu bekommen am Gepäckband, was teilweise Stunden, Tage dauert, bis das Gepäck wieder zurückkommt. Deshalb vermeidet man das ja auch. Aber United möchte jetzt da anfangen, die Bins, zum Beispiel der E175er von SkyWest, das ist ein Anbieter, der für United Wetlease macht, also beziehungsweise, ist das Wetlease? Ja, muss ja Wetlease sein. Macht, die sind ja auch lackiert in United-Farben, machen übrigens, glaube ich, auch für American Airlines und so weiter. Die sollen größere Bins bekommen. Und das ist so, dass 50 der 76-sitzigen Flugzeuge bekommen die größere Bin, eine Kapazitätserweiterung um 80%. Das heißt also, man bekommt bei den, oh, das sind sogar mehr als 150 Flugzeuge bis Ende 2026. Und diese Erweiterung der Bins, was halt wirklich da um 80% ist, ist natürlich eine relativ coole Geschichte. Wo habe ich die Stückzahl eben gelesen? Wie das ist. Nichtsdestotrotz ist es so, dass man natürlich genau 29 mehr Gepäckstücke ins Flugzeug bei 76 Leuten, das ist 78% oder 80%, das ist natürlich relativ cool. Und man braucht dann halt für mehr als 1 Million Passagiere pro Jahr nicht mehr dieses Gate-Checking zu machen, wo ihr das Gepäck abgenommen bekommt. Wenn man jetzt Boardinggruppe 5 bis 9 ist oder sowas, dann ist es ja fast so sicher wie das Amen der Kirche, dass man damit nicht reinkommt. Man könnte natürlich auch am Ende des Tages sagen, hey Freunde der gepflegten Vielfliegerkunst, ihr wisst es ja selber, ein Handgepäckstück im Eiche Barock,
Schrankstiel geht nicht und ein zweiter Koffer, der noch größer ist, geht erst recht nicht. Aber gut, das ist in Amerika relativ problematisch. Und dann ist es so, dass man im Durchschnitt 6 Passagiere pro Flug hat, die das Gate-Check-in machen mussten. Und damit ist es so, dass man natürlich jetzt das damit verhindert. Und was verhindert man damit natürlich? Als Fluggesellschaft hat man damit viele Vorteile. Man hat weniger Stress, man hat weniger Gelaber mit Passagieren und vor allem auch weniger Zeit, die verloren geht. Ihr wisst ja selber, dass vor der Abflug, wenn man On-Time-Departure haben möchte, also eine OTD, dann ist das natürlich immer blöd, wenn die letzten Passagiere dann 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten lang warten müssen mit den anderen zusammen, weil ihr Koffer eingeladen wird, weil kein Platz ist. Heißt also, man hat damit wesentlich mehr On-Time-Departure. Dann ist es so, dass sowas natürlich auch mal dann passiert, wenn man eh einen Slot hat. Also das heißt, dass das natürlich auch weniger Verzögerung ist und auch am Flughafen für mehr Kapazitäten sorgt, weil natürlich, wenn der Pusher und alle da warten, geht los, geht los, geht los, dass man dann natürlich auch die Leute früher zurücksetzen kann und dann die nächsten Flugzeuge. Also das heißt, das ist eine Kettenreaktion. Einmal das Flugzeug selber, aber auch für andere Flugzeuge, wo es dann heißt, ja, wir warten, weil die Stange nicht da ist, weil der Pusher nicht da ist oder was auch immer. Dann das nächste ist es natürlich, dass man damit die Kosten für die Fluggesellschaft halt natürlich reduziert. Aber für uns als Passagiere ist halt wirklich der Hauptvorteil darin zu sehen, dass wir mit unserem Gepäckstück nicht getrennt werden. Und teilweise sind es ja auch Gepäckstücke, die gar nicht ins Belly reingehen, weil Batterien oder sonst was drin sind. Interessant ist übrigens für die Leute, 15 Batterien maximal dürft ihr haben, überall. Also ein Handy, eine Batterie, Batterie, also ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich kann jetzt mein Mikro hier nicht abbauen. Aber auf jeden Fall, ich hoffe, das hat nicht geklimpert oder so. Auf jeden Fall ist es so, dass man da natürlich damit dann auch den Passagieren einen Komfortvorteil gibt. Und dann ist es so, dass man natürlich als Passagier weniger Zeit am Baggage Claim verbringt. Habe ich ja schon gesagt, dass es teilweise recht lange dauert. Und dass das Gepäck halt wirklich nicht verloren geht. Oder wie oft haben wir es gehabt, dass Pakete oder Pakete sag ich schon, Koffer irgendwo im Orbit dann verschollen sind. Dann haben wir noch ein Thema Boarding, aber nicht Boarding. Und zwar ist das Thema beim Boarding, nicht Boarding, dieses Thema, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass viele Fluggesellschaften, um gerade diese On-Time-Departure hinzubekommen, da einen Spagat machen. Und zwar ist mir das hier in Amerika aufgefallen, dass man ein Boarding hat, was automatisiert stattfindet. Das heißt also auch in Frankfurt oder München kennt ihr ja Automatic Boarding. Das heißt also, egal ob Flugzeug da oder nicht, Boarding fängt an zu flackern, obwohl da nichts passiert. Oder die Leute sind noch am Putzen oder es wird noch refuelt, whatever. Also das heißt, dass das Flugzeug nicht bereit ist, aber das Boarding startet schon. Ich habe das in Tallinn sehr oft gehabt. Ich habe das hier in Los Angeles jetzt auch gehabt, wo man in den Finger getippelt ist und dann im Finger gewartet hat. Quasi gab es sogar ein Band. Ja. In Riga bei Air Baltic hatte ich das auch. Das heißt also, du stehst da als Erster an dem Band, kommst nicht weiter, weil da noch was passiert. Und warum wird das Ganze gemacht? Und dieses Boarding, but not Boarding, I'm not sorry, ist so, dass man das natürlich auch macht, um eine relativ gute Zuverlässigkeit zu haben. Iberia zum Beispiel hat eine On-Time-Departure von 86% oder 87%, 86, irgendwas war es, aufgerundet 87. Weil sie dieses Ding machen, wo man im Finger wartet. Das ist natürlich nicht nur unangenehm. Ach ja, übrigens eine Zeit noch für alle Flüge, die 15 Minuten spätestens nach dem vorherigen Flug gelandet sind. Also das heißt, wenn man später Verspätung hat, dann ist man als alle anders. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man damit die fünftpünktlichste Fluggesellschaft ist. Aber im Finger in Spanien zu stehen bei Hitze, in Tallinn da zu stehen, wenn es kalt ist, ist fast noch okay, weil man ja eh, das passiert ja bei der ATR. Weil ich weiß nicht, ob ihr das, wenn ich mit Finnair fliege zum Beispiel, dann gehe ich ja im Prinzip in den Jetway rein, da ist immer noch Gebäude, aber anstatt dem Finger habe ich eine Rolltreppe runter, wo die Tür auch meistens offen ist. Da ist es kalt und wenn ich außen rum fliege, habe ich eh meine Jacke an. Also das ist jetzt nicht das Problem, aber in der Sommerhitze, wo sich das alles über das Glas dann aufwärmt, weil da auch keine große Ventilation ist, das ist dann unangenehm. Da fängst du an zu schwitzen wie so ein Otter und das ist natürlich doof. Und natürlich ist das so, um die Umlaufzeiten hinzukriegen, weil der Flieger aus Helsinki kommt manchmal relativ spät. Gut, die Umlaufzeit ist kalkuliert, glaube ich, mit 40 Minuten und man fliegt zwischen 16 und 20 Minuten. 16 Minuten ist, glaube ich, der Rekord mit der ATR.
Auf jeden Fall ist es so, dass man natürlich dann da reinkommt und das ist dann natürlich auch frustrierend, wenn man dann da steht. Oder bei Qatar Airways, die fangen ja auch gerne mal mit dem Boarding 2 Stunden vor Abflug an. Da kommst du halt in diesen Käfig. British Airways macht das auch. Finnair macht das auch in Helsinki für internationale Flüge, dass du in diesem Käfigbereich bist. Aber das ist wenigstens alles klimatisiert. Das ist in meinen Augen nicht ganz so dramatisch, wie es dann klingt. Aber im Jetway, wo du halt wirklich den Elementen ausgesetzt bist, das finde ich ein Problem. Ihr könnt ja mal darüber diskutieren und darüber schreiben. Deshalb die Frage des Tages: Standet ihr auch schon mal beim Boarding im Finger, also im Jetty? Oder wart ihr irgendwo anders, wo ihr vorm Flieger gewartet habt oder was auch immer? Und natürlich auch, wie findet ihr diese Praxis? Ich selber, wenn ich als Erster in den Flieger einsteige, was relativ oft vorkommt, weil ich immer mich taktisch klug hinstelle, weil ich auch keinen Bock habe mit dem Gepäck. Ich frage immer, are you ready for boarding? Also insofern, ich bin immer höflich. Also da könnt ihr über eure Erfahrungen schreiben und über eure Erfahrungen philosophieren unten in den Kommentaren. Und wenn ihr schon so lange geguckt habt, dann vergesst das Like nicht. Ich habe für euch auch noch ein Bonusthema, glaube ich, fällt mir gerade auf. Das hatte ich gar nicht am Anfang genannt. Und zwar Emirates Airlines hat sich im afrikanischen Busch dazu durchgerungen, dass man gesagt hat, man hat keinen Beinahe-Zusammenstoß gehabt. Und das ist dann so eine politische Geschichte. Somalia hat sich ja irgendwie da in der Trennung von Somaliland und so weiter, aber nicht anerkannt. Die haben irgendwie eine andere, also da ist eigentlich irgendwie alles anders. Und die haben von Somaliland jetzt gesagt, ja, da ist es so, da gab es wohl eine Beinahe-Kollision, die nur durch einen Supercontroller von Somaliland nicht stattgefunden hat. Und der ganze Flug wurde aber von Somali, also von Somalia gemacht und nicht von Somaliland, von dieser Abspaltung. Und es betraf den Flug von Emirates. Und zwar war das der Emirates-Flug mit einer 777 von, was war das nochmal? Und zwar war das der Flug EK722. Und dann der andere Gegner wäre wohl ET, also Ethiopian Airlines gewesen, 690. Die Emirati sind von Nairobi nach Dubai geflogen und die anderen sind von Addis Abeba in die andere Direction nach Bengaluru geflogen. Und da ist es so, dass man auf derselben Flughöhe von 39.000 Fuß war das oder irgendwas geflogen ist. Und da ist es so, dass man durch das Eingreifen gesagt hat, dass die 737 steigen muss, die andere muss sinken, bla bla bla. Was in meinen Augen sowieso keinen Sinn macht, weil die Flugzeuge gerade von Emirates, aber auch von Ethiopian Airlines haben TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Und TCAS schlägt relativ früh schon an und sagt dir, da ist jemand, musst du aufpassen. Und auch wenn man das den Unfall in Überlingen, der sich ja jetzt auch irgendwie wieder gejährt hat, leider anguckt, ist das so, man soll diesem TCAS dann im Zweifelsfall glauben. Und das ist die Procedure. Do what TCAS says. Heißt also im Prinzip, auch wenn der Controller mir was anderes sagen würde, ich würde jedes Mal das tun, was TCAS sagt. Heißt also, der sagt dann sinken, steigen und sagt dem anderen den gegenteiligen Befehl. Das heißt also, wenn die beiden aufeinander zufliegen würden, was in dem Fall ja nicht gewesen ist, dann geht der eine runter, der andere hoch und dann wird das so und Thema gelöst. Aber TCAS schlägt halt an. Deshalb ist das auch beim Controller, dass es dort auch anschlagen sollte, was ja in Überlingen in der Schweiz bei Swisscontrol nicht passiert ist, weil das System ausgeschaltet war. Also insofern bezweifle ich, dass diese Somaliland-Geschichte war. Und genauso ist es auch, was Emirates sagt. Emirates hat dazu folgendes Statement gegeben und das ist halt interessant, dass das politisch immer wieder dann so ausgenudelt werden muss. All Emirates aircraft are equipped with capabilities to maintain safe separation and distance during operation. Also das heißt, dass genau diese Separierung und die Entfernungen, die sicher sind zum Boden, zu allen Objekten, die da fliegen oder halt fest am Boden verbaut sind wie Berge, dass die natürlich da sind und Ground Proximity Warning und wie die alle Dinge heißen. Auf jeden Fall finde ich das spannend, dass Emirates sich dazu genötigt gesehen hat, das zu sagen, wo es in Afrika um einen kleinen politischen, ich will nicht sagen Spaß geht, aber doch um ja, eher etwas, womit man keine Witze macht.
Habe ich noch was hinzuzufügen? Ja, beantwortet die Frage des Tages. Ihr wisst ja, ob ihr schon mal im Jetty gestanden habt, obwohl ihr eigentlich boarden solltet und das Ganze, oder ob ihr gefangen wart bei Qatar Airways 2 Stunden. Oder ja, das fällt mir ein, auf dem unser Kollege aus Hamburg, der gekommen ist, der ja auch da irgendwie gefangen war. Also insofern mit Finnair. Da könnt ihr schreiben, da bin ich mal gespannt. Und wie findet ihr diese Praxis? Nur einfach, um etwas Glücklichkeit zu bekommen, dass man On-Time-Departure hat? Oder ist das etwas, was die Leute eher unglücklich macht, weil es stört? Also, Kanal abonnieren, Glocke, Like, Kanalfrage, Kanalmitgliedschaft und natürlich wie immer hier, wenn ihr auch nach Amerika kommen wollt. Habe ich das? War es richtig? War es hier? War es hier? Da, ah, da, da. Hier. Entschuldigung. Wenn ihr amerikanische Kreditkarten habt, ich muss auch gleich wieder losfahren und habe dann auch auf der Fahrt einige Calls. Ich freue mich und bis dann. Tschö mit Ö und 30 Minuten. Ich melde mich ab und für euch wie immer an dieser Stelle den Abspann. Bis dann. Ciao. Thank you.